Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung hier im Multikraft-Pavillon. Ich möchte Sie im Namen der Firma Multikraft, meiner Kolleginnen und Kollegen, sehr, sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Erika Rokita und ich mache einige Webinare und auch immer diesen monatlichen EM-Workshop, der ja aufgrund des verlängerten Lockdowns diesmal ja nicht stattfinden kann. Es ist ja wirklich eine sonderbare und herausfordernde Zeit und Sie wissen, es ist jetzt unmöglich, die Veranstaltung hier vor Ort mit Teilnehmern abzuhalten und ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen ein eigenartiges Gefühl, hier so alleine ohne Sie zu stehen, aber es freut mich trotzdem sehr, dass wir online jetzt so viele Gäste haben und auch begrüßen dürfen und eben auf diesem Weg miteinander kommunizieren können und Austausch halten können. Das Thema des Monats ist ja brandaktuell. Es ist höchste Zeit, sich und seiner Gesundheit eben was Gutes zu tun. Natürlich wegen der Covid-19-Situation, aber auch wegen der Jahreszeit ist es ganz, ganz wichtig, unserem Körper, dem Stoffwechsel, dem Immunsystem wirklich Unterstützung zu bieten, weil eben gerade diese Systeme zurzeit besonders gefordert sind. Was erwartet Sie heute zu unserer Veranstaltung? Zuerst gibt es einen kurzen theoretischen Teil und dann darf ich Ihnen einen Gast vorstellen. Das ist die Frau Marianne Hofstetter, eine absolute EM-Spezialistin. Und mit ihr möchte ich im Anschluss ein kurzes Interview führen und dann vor allem einige praktische Tipps und Anregungen durchgehen. Sie ist ja ehemalige Lebens- und Sozialberaterin auch und ist gerade eben in ganzheitlicher Sicht sehr, sehr gut geschult. Gut, dann starten wir. Ja, es geht also um dieses Thema. Heute geht es also in erster Linie einmal um die Manschu-Produkte. Bei der Gelegenheit möchte ich sagen, es gibt ja sehr, sehr viele oder einige Webinare schon zu diesem Thema. Das heißt, bitte nehmen Sie sich auch Zeit, zwischendurch einmal andere Webinarthemen anzuschauen. Es gibt einiges über das Mikrobiom, es gibt einiges schon über das Manschu direkt. Und das letzte Webinar, immunstark ins neue Jahr, da ging es also wirklich auch um die Themen, die wir heute auch besprechen werden. Aber heute geht es mehr eben auch um das Praktische. Trotzdem möchte ich Ihnen wirklich noch einmal so eine kurze Einführung vorweg bieten. Und ja, gehen wir gleich in Medias Res. Es ist ganz wichtig, jetzt wirklich den Stoffwechsel zu berücksichtigen. Sie sehen es hier auf der Folie. Es geht letztlich um den Zellstoffwechsel, um die ganzen Auf- und Umbauprozesse in der Zelle direkt. Das heißt, über die Atmung und über die Nahrung kommen die Bausteine, die Baumaterialien in die Zelle und dort werden sie umgebaut, zerlegt, neu aufgebaut, die Stoffe müssen dann wieder abtransportiert werden. Und diese Aufgabe vollzieht vor allem auch die Leber. In der Leber haben wir sehr, sehr viele Mitochondrien. Sie sehen eben diese Organellen hier in der Mitte, die Energie produzieren und die Leber ist eben die zentrale Entgiftungszentrale oder Stelle im Körper und natürlich auch die Stoffwechselzentrale. Das nächste ist dann das Immunsystem, das in Zeiten wie diesen auch besonders gefordert ist. Sie sehen, es ist wirklich so ein Schutzschild, das für uns die pathogenen Keime, die Krankheitserreger, die Bakterien, die Viren eben, aber auch andere schädliche Substanzen von außen abhält, aber natürlich auch im Darm, im Körperinneren hier eine große Aufgabe hat. Das ist wirklich ein ganz, ganz kompliziertes System, das unbedingt Unterstützung von uns jetzt benötigt, weil eben jetzt im Winter also nicht nur diese Covid-Viren unterwegs sind, sondern vor allem auch die Rhinoviren. Es gibt, glaube ich, wissenschaftlich oder medizinisch gesehen über 200 verschiedene Erkältungsviren, die aber jetzt eben aufgrund der Hygienemaßnahmen auch heuer deutlich weniger auftreten. Also bitte im Nachhinein noch einmal der Appell, diese Maßnahmen auch tatsächlich einzuhalten. Also wie gesagt, unser Immunsystem ist wirklich ein genial ausgeklügeltes System, das aus verschiedenen Zellen besteht und in den verschiedenen
Bereichen des Körpers untergebracht ist. Es ist also im Lymphsystem, in der Milz, im Rückenmark, dann natürlich der Mandelbereich, also dieser Hals-Nasen-Rachenbereich. Und der größte Teil des Immunsystems sitzt nämlich dann im Darm. Und das ist natürlich die entscheidende Stelle, die es wirklich gilt zu unterstützen, weil nämlich 80% des Stoffwechsels und 80% der Immunleistung im Darm stattfinden. Und Sie sehen hier auf diesem Bild sehr gut, dass wir eben im Darm auf die Hilfe von winzig kleinen Lebewesen angewiesen sind, nämlich von Billionen von Bakterienarten, hauptsächlich sind es Bakterien, und die insgesamt eine Masse von 1,5 bis 2 Kilo ausmachen. Es sind dann noch Viren, Geißeltierchen, also Protozoen, Einzeller vorhanden, aber auch Pilze. Aber der Großteil, der absolut größte Teil, sind die Bakterien. Und da ist das Wichtige, dass es möglichst viele verschiedene Bakterien sind. Dann spricht man eben von einer Eubiose, das heißt, eine große Diversität sollte vorhanden sein. Weil sonst, wenn es nämlich zu einer Dysbiose kommt, dann sieht die Situation natürlich anders aus, dann kriegen wir eben Probleme, dann werden wir immunschwach, die Stoffwechselleistungen fahren herunter, und das kann dann letztlich zu einer verringerten Abwehrkraft und Abwehrfähigkeit führen, und da muss man natürlich gerade in Zeiten wie dieses Jahr aufpassen. Und meine Damen und Herren, Sie sehen hier, wir selber können sehr, sehr viel dazu beitragen, dass eben dieses Mikrobiom, wie es auch heißt in der medizinischen Fachsprache und mittlerweile schon in aller Munde ist, eben die Summe aller Mikroorganismen, die sich im Körper befinden, hauptsächlich eben im Darm, dass die wirklich unterstützt werden und dass es ihnen gut geht. Und die größten Einflussfaktoren, die eben das Mikrobiom im Positiven oder im Negativen beeinflussen, das ist der Stress, das ist aber auch die Ernährung und das sind die Medikamente, aber auch in Zeiten wie diesen merkt man das immer wieder, dass es wichtig ist, also genügend Schlaf zu haben. Man weiß, man sollte wirklich mindestens 6 Stunden am Tag schlafen, um eben diese Immunzellen zu aktivieren, diese T-Zellen, die Killerzellen und so weiter. Dann 3-mal in der Woche zumindest 30 Minuten an der frischen Luft sein. Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn es geht, gehen Sie im Wald spazieren. Die Terpene, eben dieses Waldbaden ist hier ganz, ganz entscheidend. Das heißt, nehmen Sie sich wirklich Zeit, schauen Sie Ihren Lebensstil einmal an und überlegen Sie sich wirklich, was kann ich im Positiven verändern? Und da können Sie wirklich, das Erste und das Wichtigste meines Erachtens ist eben bei der Nahrung anzufangen oder bei der Ernährung anzufangen, um letztlich wirklich körperlich, seelisch und geistig gesund zu sein. Mein Appell an Sie ist wirklich, Gesundheit ist kein Zustand, sondern Gesundheit ist ein Prozess. Das heißt, wir müssen wirklich selber sehr viel dazu beitragen, und es ist wirklich nichts selbstverständlich. Der Körper ist ein Wunderwerk, und dass er täglich eben so funktioniert, wie er eben funktioniert, ist wirklich grandios. Und Sie sehen hier, da spielt eben vor allem die Abwehrkraft und der Stoffwechsel eine ganz große Rolle. Ja, das Essen, wie gesagt, ist natürlich das Vordergründigste, was man so für sich aufs Erste sehr, sehr gut machen kann. Natürlich bitte Entspannungsphasen einlegen. Gerade jetzt im Homeoffice weiß man, dass die Leute teilweise aufgrund dieses Multitaskings also gar nicht mehr zur Entspannung kommen oder viel zu wenig. Speziell Frauen haben hier ein großes Thema. Also wirklich sich selber immer wieder oder auf sich selber einfach besser aufpassen, was brauche ich wirklich, und vor allem wirklich selber kochen. Das ist ein großes Anliegen von mir, und in Zeiten wie diesen muss man natürlich auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Ganz wichtig ist, Sie sehen hier auf der Folie, wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen um zu leben. Das ist entscheidend. Ja, das heißt, wir essen deswegen, weil eben, denken Sie wieder an die zweite Folie, weil die Zellen das brauchen, Bausteine, die zum Baustoffwechsel, zum Betriebsstoffwechsel brauchen sie eben die entsprechenden Vitamine, Spurenelemente, Mineralien. Und gleichzeitig ist eben der Darm, Sie sehen es hier, mit Präbiotika und Probiotika auch sehr, sehr gut zu versorgen, damit sich eben dort die entsprechenden Organismengruppen perfekt ansiedeln können und eben dann die viele Arbeit auch leisten können. Also noch einmal, der Darm wird komplett unterschätzt. Er ist wesentlich mehr als nur ein Verdauungsrohr. Er erfüllt
hunderte andere Funktionen, Vitaminproduktion, Hormonproduktion, dann diese Darm-Leber-Achse, diese Darm-Hirn-Achse ist ganz entscheidend. Und da muss man eben manchmal auch, oder gerade wenn der Körper gefordert ist, eben durch die Winterzeit, wo der Stoffwechsel so wie ohnehin verlangsamt ist, aber jetzt eben durch die Pandemie auch wirklich an Nahrungsergänzungsmittel denken. Sie wissen, Vitamin C, D, Zink, Selen, das ist in aller Munde, das sind eben Substanzen, bioaktive Substanzen, die das Immunsystem aufbauen. Und wir von unserer Seite können natürlich hier auch sehr, sehr viel beitragen, nämlich das Manchu, die ganzen Manchu-Produkte, auf die ich jetzt gerade noch eingehen möchte, und dann eben das Multi-Impuls. Die beiden zusammen, die agieren sozusagen als Symbiotika, und das ist das Entscheidende. Bauen Sie in Ihr Essen möglichst viel Ballaststoffe ein, das sind die Präbiotika, und dann die Probiotika, die dann wirklich lebendige Mikroorganismen auch enthalten. Diese beiden Produkte, die würden so ein Symbiotikum sozusagen darstellen. Daher, jetzt wäre wirklich die richtige Zeit, sich so eine Kur zugute kommen zu lassen. Wenn Sie Fragen sind, haben wir uns vergessen, verzeihen Sie, machen wir das dann vielleicht zum Schluss. Wir stellen Ihnen natürlich am Schluss dann Open End zur Verfügung. Und ja, wir können auch gern diskutieren, wenn Sie irgendeinen Beitrag haben, stellen Sie ihn bitte in den Chat. Ja, schauen wir weiter. Ich möchte also Ihnen kurz dieses Multi-Impuls jetzt vorstellen. Das ist wird von EM Chiemgau produziert. Das ist ein Probiotikum, es ist ein Bio-Molke-Drink, möchte ich sagen, der unser Mikrobiom sehr, sehr gut unterstützt, stabilisiert es, und wie gesagt, es ist eben ein Probiotikum und besteht eben aus folgenden Substanzen, die Sie hier sehen: Molke, in erster Linie Molke aus Schaf- und Ziegenmilch, dann ist es eine Nährlösung aus der Gerste, Hefe ist drinnen, Kamille ist drinnen, Zitrone, und eben mit den Hefen und mit den Milchsäurebakterien wird das Ganze fermentiert. Das ist diese Basis, dieses Basis-Probiotikum, das nennt sich Multi-Impuls. Und dann gibt es aber noch andere Varianten, wie zum Beispiel das Red Redox. Hier sind Aronia-Beeren mit fermentiert. Beim Blue Redox sind Aronia-Beeren, Holunder-Beeren und Heidelbeeren mit fermentiert. Und beim Green Redox ist es Kurkuma und Moringa. Das heißt, dieses Green Redox würde ich mehr zur Regeneration nehmen, zum Aufbau eben nach einer Erkrankung zum Beispiel, nach einer Infektion, einer Erkältung, was auch immer. Und dieses Blue Redox, das wäre jetzt sehr, sehr gut durch diese Polyphenole, durch die vielen Anthocyane und eben diese Antioxidantien, aktiviert wirklich das Immunsystem. Also auf dieses, oder wenn Sie sagen, nein, Sie möchten überhaupt nichts dazu, dann nehmen Sie eben unser Basisprodukt als das sogenannte Multi-Impuls. Wie sollte man das einnehmen? Ganz einfach, wir sagen dreimal täglich 10 Milliliter, oder wenn Sie sagen, nein, ich bin unterwegs, bei mir geht es nicht, dreimal täglich einen Esslöffel einzunehmen zum Beispiel, dann können Sie es ruhig in der Früh auf einmal mit 30 Milliliter so quasi zum Frühstück dann zu sich nehmen. Als erstes vorher würde ich unbedingt das Manchu einnehmen, aber auf das möchte ich dann gleich noch kommen. Sie können es pur, Sie können es verdünnt nehmen. Pur ist es natürlich relativ sauer, das muss ich schon dazu sagen. Und verdünnt mit Saft oder eben beim Frühstück, ich weiß nicht, zum Tee. Aber am besten eben zu den Mahlzeiten, damit können Sie sozusagen Ihre Nahrung schon besser unterstützen. Die Nahrung wird sozusagen schon mit Mikroorganismen beliefert und kann natürlich dann schon im Darm vor Ort sozusagen besser verdaut werden. Das Ganze sollte natürlich, wenn Sie es öffnen, innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. Sie sehen übrigens hier diese Flaschen. Ich werde später nochmal umschalten und zeige es Ihnen. Und natürlich vom Baby an geeignet für jedes Alter. Die Leute sind alle sehr begeistert, wenn sie es nehmen, weil sie wirklich innerhalb kürzester Zeit eine Verbesserung des Wohlbefindens im Bauch sozusagen feststellen, bei Blähungen, bei Bauchzwicken und so weiter. Aber natürlich auch äußerlich anzuwenden bei Hautproblemen. Da können wir dann gerne auch drüber diskutieren später. Ganz wichtig ist natürlich, in Zeiten wie diesen sind unsere Manchu-Produkte. Manchu
Die sind wirklich, die oder Mannschuh sozusagen ist ein Markenname für verschiedene Produkte. Es ist also eine ganze Produktgruppe, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, wobei eben dieses Fermentationsgetränk, das auch Mannschuh heißt, absolut top ist. Die Frau Hofstetter wird später sicher ein bisschen noch darüber erzählen. Und dann das Mandschuh-Meersalz, das Mandschuh-Korallen-Kalzium und das Mandschuh-fermentierte Kurkuma. Das sind die beiden Produkte, die wir seit kurzem ja, mehr oder weniger neu haben. Mehr oder weniger deshalb, weil dieses Korallen-Kalzium das gibt es eigentlich schon sehr lange. Aber eben, es ist jetzt mit einer neuen Formel, es ist optimiert worden und es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Produkt. Sie sehen hier vielleicht rechts oben noch, wie kommt es zu diesem Namen? Das möchte ich vielleicht kurz noch erklären. Der Name Mandschuh bedeutet 10.000 Jahre. Das soll sozusagen darauf hinweisen, dass die Produkte, wenn man sie nimmt, mehr oder weniger ein langes, gesundes Leben gewährleisten, vorausgesetzt natürlich, dass der restliche Lebensstil auch entsprechend gesund ist. Warum ist man auf diesen Namen gekommen? Die Produkte werden von der Firma TPR produziert und der Leiter von TPR, der Herr Nago, der hat immer wieder die Nahrungsmittel oder die Lebensmittel der Leute, die auf Okinawa uralt werden, untersucht oder schaut, hat sich sehr dafür interessiert und hat dann eben entdeckt, wenn man oder die Idee gehabt, wenn man diese Lebensmittel wie zum Beispiel die grüne Papaya, Reis oder eben Kurkuma fermentiert, dann muss, und zwar mit EM fermentiert, dann muss noch einmal was Besseres rauskommen. Und so ist es dann zu diesen Produkten gekommen, wobei dann das Meersalz natürlich aus dem Meer kommt und das Korallenkalzium aus den Korallenbergen sozusagen. Das sind diese Sango-Korallen, die auf Okinawa sozusagen erbaut ist. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Leute dort sehr alt werden, weil eben das Trinkwasser so gesund ist. Das Trinkwasser fließt durch diese Korallenberge durch und holt sich sozusagen diese Mineralien. Und die Leute haben dort den Vorteil, dass sie mehr oder weniger lebenlang mit diesen wertvollen Mineralien und Spurenelementen versorgt werden. Aber auf das möchte ich dann noch später eingehen. Und das nächste ist, Mandschuh heißt abgeleitet auch von der grünen Papaya. Die grüne Papaya heißt auf Okinawa Mandschui und würde bedeuten Melone des 10.000-jährigen Lebens. Deswegen heißt unser tolles Fermentationsprodukt eben Mandschuh Tropfen des langen Lebens. Und es ist wirklich ein tolles Antioxidant, ein Radikalfänger, es ist ein Lebenselixier. Also für mich persönlich einfach nicht mehr wegzudenken. Ich möchte also Ihnen jetzt noch kurz die beiden neuen Produkte vorstellen. Die anderen, das Mandschuh-Meersalz, über das Mandschuh-Meersalz und über das Mandschuh selber gibt es schon ein eigenes Webinar. Machen Sie sich wirklich die Mühe, schauen Sie sich das Webinar vom Dezember zum Beispiel an. Da geht es wirklich um den Tropfen des langen Lebens. Dieses Korallenkalzium ist jetzt sozusagen im neuen Kleid zu sehen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Äußerlich hat es jetzt wirklich ein ganz schönes Milchglas, das übrigens wiederverwendet werden kann. Das ist ganz toll, kann ich auch für andere Dinge gebrauchen, für irgendwelche Creme, als Cremetiegel und so weiter. Und innen ist es jetzt angereichert worden mit Vitamin K2 und D3 und ein bisschen Magnesium. Die Basis ist das Korallenpulver eben aus Okinawa. Und Sie wissen, dieses Korallenpulver hat ja die besondere Fähigkeit, dass eben dieses Calcium-Magnesium-Verhältnis 2:1 vorhanden ist. Und das wird eben vom Körper besonders gut aufgenommen, zellphysiologisch ideal, bioverfügbar. Und das ist eben ganz großartig, auch in ionisierter Form, deswegen auch sehr, sehr leicht für den Körper aufzunehmen und auch dort einzubauen. Und das K2 braucht man, fangen wir bei D an, das D3 braucht man überhaupt, damit das Kalzium aus der Nahrung herausgeholt wird. Und mit Hilfe des K2 wird das Kalzium in die Knochen eingebaut. Sie wissen, gerade jetzt ist das Vitamin D ist ja wirklich in aller Munde. Man weiß ja, dass auch zum Beispiel die Leute, die
starke Covid-Verläufe haben, zum Beispiel oft auch einen Vitamin-D-Mangel haben. Das D hat ganz, ganz viele andere Aufgaben im Körper. Aber es ist ganz wichtig, eben entsprechende Knochendichte zu bekommen, weil nämlich eben, wenn das D nicht vorhanden ist und das K2 auch nicht vorhanden ist, dann kann das Kalzium sich irgendwo in den Arterien ablagern und das ist dann natürlich weniger lustig. Das Ganze wird dann also in Tabletten zu Tabletten gepresst und Sie können dieses Produkt dann sehr einfach einnehmen. Entweder, ich zeige es Ihnen gleich, 3x3 Tabletten, also 9 Tabletten täglich. Das ist so die optimale Tagesdosis. Sie können es natürlich auch auf einmal einnehmen. Ich zeige Ihnen dann nachher ein paar Anregungen. Wichtig ist uns schon, dass Sie es längere Zeit einnehmen, kurmäßig einnehmen, weil man weiß einfach, dass speziell Leute, die vielleicht also Osteoporose-Tendenzen haben, dass man da wirklich 6-9 Monate teilweise braucht, bis man einen Erfolg findet oder sieht. Aber das passiert natürlich alles sehr auf eine gesunde und natürliche Art und Weise. Und bitte, es spricht natürlich nichts dagegen und absolut nicht. Unsere Produkte sind auch immer als Unterstützung zu sehen und sollen natürlich in keinster Weise irgendeinen Arzt ersetzen. Also das möchte ich natürlich hier auch noch einwerfen. Warum ist es wichtig, diese Produkte zu den Mahlzeiten zu nehmen? Deswegen, weil nämlich das Vitamin D ist fettlöslich, ich glaube sogar das K2 ist fettlöslich, da ist es ganz gut, wenn Sie es immer zum Essen nehmen oder wenn Sie es zwischendurch nehmen, vielleicht in Shakes oder Smoothies, dass Sie hier einen Esslöffel Leinöl dazu bringen oder eben Kokosfett. Dann natürlich auch äußerlich über Bäder, Fußsitzbäder und natürlich in der Körperpflege. Das Korallenkalzium ist in unserer tollen Bio-Ensan-Kosmetik-Serie auch vorhanden. Es ist wirklich auch wert, einmal sich darüber zu informieren. Es ist eine ganz tolle Kosmetik, weil Sie wissen, Kalzium und Magnesium, beide sind ganz, oder auch die restlichen Mineralien, Silizium ist natürlich auch drinnen, ganz wichtig für die Haut. Also Sie sehen hier schon, verhilft natürlich in erster Linie zu einer super Knochendichte und natürlich jetzt gerade nach den Feiertagen, wo Sie vielleicht ein bisschen mehr geschlemmt haben als üblich, man weiß es ja auch, im Lockdown die meisten Leute haben einige Kilo jetzt in diesen Lockdown-Phasen zugelegt. Daher ist es ganz gut, wenn man sich zwischendurch auch mal entsäuert und eben eine Kur vielleicht mit Korallkalzium andenkt. Aber die Bedeutung von Kalzium oder von diesen Mineralien im Körper ist ja wesentlich größer, als man glaubt. Viele glauben, das braucht man nur für die Knochen, aber es gibt also hunderte und tausende verschiedene andere Funktionen. Vor allem die ganzen Enzymreaktionen laufen über Mineralien, Spurenelemente ab. Sie sehen hier, Magnesium allein braucht 300 oder steuert 300 verschiedene Enzyme an. Dann natürlich eben dieses Säuren-Basen-Gleichgewicht, damit der Stofftransport stattfindet, muss passend sein. Da können wir es vielleicht auch einmal mit einem Indikatorpapier, wie ich hier eins mit habe, probieren, Speicheltest machen oder Urintest machen, um zu schauen, wie es mit Ihrem pH ausschaut. Dann, jetzt ist natürlich eine super Zeit, jetzt wenn der Frühling kommt, die Stoffwechselschlacken auszuscheiden. Dazu braucht man auch die entsprechenden Mineralien und Spurenelemente. Und natürlich dieses Korallkalzium ist auch sehr stark entzündungshemmend, antioxidativ. Das heißt, wir können später mal, wenn wir im zweiten Teil oder im dritten Teil zu den Tipps und Anregungen gehen, Sie können sich gern auch ein Gelenksbastia mal herstellen damit und so weiter. Temperaturregulation etc. etc. Also es gibt hier wirklich, die Bedeutung ist Ende nie und es ist wirklich, bitte nicht zu vergessen, auch Haut, Haare, Nägel fällt mir jetzt dazu ein. Eine der Folgeerscheinungen von Covid ist, dass wirklich, oder diese Nachwehen, dass die Leute wirklich alle sich beschweren, dass sie extremen Haarausfall haben. Daher, wenn Ihnen so etwas passieren sollte, bitte denken Sie sofort an Korallenkalzium und natürlich auch Silizium und so weiter. Das nächste Produkt, das ich noch kurz eingehen möchte, ist eben der fermentierte Kurkuma. Der Kurkuma, Sie sehen, es schaut eigentlich so aus, es wird dieses Rhizom verwendet. Ich gehe nochmal kurz zurück.
Ja, das ist also mit, es ist der Herbstkurkuma, das ist wichtig, der fermentiert wird und das ist das Einzigartige, dieses Produkt, weil es ein fermentiertes Kurkuma-Produkt ist, nämlich mit Zucker, Räumelasse und Reisglei. Und das ist jetzt wirklich das Grandiose daran, dass die Wirkstoffverfügbarkeit sich enorm erhöht, ja. Nämlich, weil durch die Fermentation mit speziellen Mikroorganismen, unter anderem auch mit EM, auch die Mineralien und die Spurenelemente in unserem Produkt wesentlich erhöht sind. Und das nächste ist, es ist tatsächlich der Herbstkurkuma. Hier sehen Sie das noch einmal. Der Herbstkurkuma hat um 12-fach mehr, der Kurkumingehalt ist um 12-fach erhöht. Also es gibt ja 120 verschiedene Kurkuma-Arten, aber dieser Kurkuma longa, wie Sie sehen hier in der Mitte, diesen dunklen Bereich, da sieht man, dass hier besonders viel Kurkumin eingelagert ist. Das Ganze wird wieder in Tablettenform gepresst, daher ganz einfach und unkompliziert einzunehmen. Man sagt 3x5 Tabletten am Tag. Sie können es langsam damit beginnen, ausprobieren, wie es Ihnen gut tut und auch in einem tollen braunen Glas drinnen, das Sie durchaus wieder verwenden können. Für alle, die diese Kurkuma-Pflanze noch nie gesehen haben, ist eine wunderschöne Pflanze, gehört zu den botanisch zu den Ingwergewächsen und Sie sehen, wie beim Ingwer und beim Galgan zum Beispiel Hildegard Medizin ist es das Rhizom unten das Wertvolle, obwohl im asiatischen Bereich auch die Blätter und die Blüten sogar als Tee verwendet werden. Hier sehen Sie genau das, worauf ich hinweisen möchte. Der Herbstkurkuma hat null Selen drin, ein bisschen Zink aber und etwas Kalzium, also Kalziumgehalt ist eigentlich relativ gut, aber durch die Fermentation mit Zucker, Remoulade und Reisglei passiert es tatsächlich, dass eben diese bioaktiven Substanzen, Mineralien und Spurenelemente umgebaut werden und dann eben wirklich in diesem Produkt vorhanden sind. Das ist eben das Geniale. Außerdem schmeckt er ein bisschen angenehmer, milder, nicht so scharf und so modrig. Sie wissen, Kurkuma hat eher so einen modrigen Geruch. Kurkuma ist ja eigentlich ein Allround-Mittel, es ist wirklich ein Geschenk der Natur. Es gibt, also ich habe wirklich viel recherchiert drüber und ich muss wirklich sagen, es gibt fast nichts, was man mit Kurkuma nicht angehen kann oder unterstützend einwirken kann, wobei es tatsächlich auf dieses Kurkumin drauf ankommt und dieses Kurkumin ist wirklich leberschützend, es ist antibakteriell, antimykotisch, teilweise antikanzerogen, also da gibt es also wirklich Studien, wo Leute die Chemotherapie wesentlich besser vertragen, wenn sie das Ganze mit Kurkuma unterstützen. Ja, Sie sehen hier 600 heilwirkende Substanzen sind drinnen, aber insgesamt einige tausend verschiedene chemische Substanzen. In der DCM wird dieses, oder im Ayurveda wird das Kurkuma schon seit jeher, ich glaube schon seit 5000 Jahren als Heilmittel eingesetzt. Und hier habe ich noch einen Buchtipp, also das ist, da kann man wirklich sehr, sehr viel finden, sehr, sehr viel nachlesen. Ja, und dementsprechend sehen Sie auch hier die Bereiche, wenn Sie eben dieses manchen fermentierten Kurkuma einnehmen, was Sie alles Positives eben damit erreichen können. Aber ich finde gerade jetzt am Übergang dann zum Frühling wäre es ganz, ganz wichtig, sich so eine Kur anzugedenken, weil eben Kurkuma wirklich in der Lage ist, diese Starre, die im Winter teilweise vorhanden ist, durch die Verlangsamung des Stoffwechsels, dadurch, dass der Körper einfach Gewicht ansammelt und so weiter, dass die Schlacken schlechter ausgeschieden werden, dass hier diese Starre aufgelöst wird und dass dann wirklich ein Neustart möglich ist. Ja, und schauen wir, ich glaube, jetzt sind wir so ziemlich dann am Ende. Ja, ich möchte Ihnen jetzt wirklich unseren lieben Gast vorstellen, eben die Frau Marianne Hofstetter. Sie ist geprüfte Lebens- und Sozialberaterin. Sie ist Jinjinjutsu Selbsthilfelehrerin. Das ist ja auch ein ganz was Großartiges. Vielleicht können wir später ein paar Tipps drüber geben, wie Sie zum Beispiel Ihre Leber oder eben jetzt im Winter die entsprechenden Organe unterstützen können, wenn Sie Lust haben. Aber die Marianne ist zusätzlich noch, und das möchte ich auch erwähnen, was viele gar nicht wissen, sie ist wirklich eine super Buchautorin. Das heißt, sie hat einige tolle Gedichtebände herausgegeben und für uns heute natürlich das Wichtigste,
ich glaube, du warst, wenn ich so sagen darf, über 20 Jahre lang Inhaberin eines Reformhauses und eine der ersten EM-Beraterinnen und Partnerhändlerinnen von Multikraft. Das heißt, es ist wirklich die absolute EM-Spezialistin, die wir jetzt da vor uns haben. Und sie hat also schon, oder du hast im Reformhaus damals schon deine umfassenden Erkenntnisse in Bezug auf Mannschuh vor allem auch weitergegeben. Und die Leute sind dann wirklich zu dir gestürmt und deine Erfolge waren ja großartig. Ja. Jetzt bist du in Pension. Ja. Darf ich dir vielleicht kurz bitten, über deine Erfahrungen zu erzählen und auch vielleicht auf, ein bisschen auf die neuen Produkte einzugehen, was dir so vielleicht schon unterkommen ist, vielleicht auch an persönlichen Themen. Danke für die Einladung, Erika. Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr. Es sind vielleicht etliche Kunden dabei, die mir kennen von früher. Ja, EM, das geht bei mir zurück bis 1998. Damals habe ich die Frau Magister Hader kennengelernt. Und eigentlich über ein Buch von Dr. Tanaka, einem japanischen Arzt, habe ich dieses Manchu kennengelernt. Das war damals noch ein englisches Buch und ich habe mich da wirklich in wenigen Tagen durchgearbeitet, weil ich so verblüfft war, was dieser Arzt alles gemacht hat mit diesem Manchu und was er für Erfolge hatte. Und ich habe das damals, war noch in Schillingzeiten, 980 Schilling gekostet, eine Flasche ins Geschäft genommen und neben den anderen EM-Produkten. Und ich war aber irgendwie immer so fasziniert von diesem Manchu, weil ich selber irgendwie gemerkt habe, das macht irgendwas mit einem. Und ja, es ist einfach ein Antioxidationsprodukt, sozusagen ein Verjünger, ein Ausleiter von freien Radikalen und einfach ein Stärkungsmittel. Und zu mir sind ja damals also ganz viele Leute gekommen, die irgendwie austherapiert waren, die einfach Hilfe gesucht haben. Und ich habe ihnen nichts versprochen, aber ich habe immer gesagt, ja, also wenn sie sich was Gutes tun wollen, dann nehmen sie halt das Manchu dazu und zu allen übrigen Therapien, die halt notwendig sind. Also unbedingt auch ärztliche Betreuung und so. Und es war immer so einartig, dass die gekommen sind und gesagt haben, mein Gott, sie sind so dankbar, dass sie da Hilfe bekommen haben und dass sie halt, dass es besser geht, Chemotherapie besser bekommen und so weiter. Naja, und so hat sich das dann eigentlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. Es ist nicht so sehr gewesen, dass man kann so ein teures Produkt wie damals in Schillingzeiten, hat sich eigentlich preislich eh nicht verändert. Seither ist auch beachtlich. Ja, das war einfach so schön zu sehen, was das geholfen hat. Mhm. Ob das jetzt Wunden waren, die zugegangen sind, die monatelang offen waren und plötzlich innerhalb von wenigen Tagen durch Einsprühen zugegangen sind oder dass einfach die Leute sich besser gefühlt haben, schneller regeneriert haben und so weiter. Ja. Naja, und im Laufe der Zeit sind ja dann die anderen Produkte dazugekommen. Das ist, kann man alles nur als Ergänzung sehen. Diese Wirksamkeit ist einfach noch verbreitert. Mhm. Ja. Das Gute, dass du das sagst, Manchu, finde ich, also ist sehr gut kompatibel beziehungsweise mit anderen zu kombinieren, also mit den anderen. Ja, ich sehe es als Basis. Man kann ja das kurmäßig anwenden, man kann es auch nicht überdosieren. Mhm. Kann ich vielleicht ein Beispiel erzählen von meiner Mutter, weil ich auch damals nicht gewusst habe, kann man das überdosieren oder nicht. Und die hatte einen Venenverschluss im rechten Bein und war im Spital und plötzlich wollte man sie nicht operieren, weil die Gefahr bestand von Adernbruch. Ja, sie war Makomar-Patientin damals. Und ich habe dann den Oberarzt angefleht, er möge doch irgendwie durchsetzen, dass die Operation gemacht wird. Und dann habe ich einen Tag oder zwei Tage vorher, habe ich ihr das Manchu gebracht, habe gesagt, bitte trink's gleich von der Flasche schluckweise. Und am nächsten Tag kam ich hinein, war sie operiert. Damals sollte man bei der Visite noch dabei sein können und dann sagt der Primar, also diese Frau kann sofort nach Hause gehen wollen, das passt alles. Und die Nachbarin, die hat
war keine Risikopatientin, die hat Probleme gehabt, die war dann so außer sich und Ding, und ich habe mir das auch momentan nicht erklären können. Und dann sagt er beim Hinausgehen, der Primar, ich weiß nicht, was diese Frau für Blut hat. Also, und damals habe ich da gelernt, dass das einfach so einen Einfluss auf Blut hat, also dass Blut richtig gefiltert und gereinigt wird und Blut, Sauerstofftransporteur in alle Zellen, das heißt, das ist einfach ein super Entgifter. Und ja, also, und die hatte damals eine halbe Flasche genommen, innerhalb von 1,5 Tagen. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was wird jetzt passieren? Aber ihr hat fast das Leben gerettet. Ja. Und also im Normalfall für die Zuseher, muss man sagen. Nein, ich sage nur, weil viele haben Angst im Überdosieren. Man sollte wirklich auch also mit 20 Milliliter beginnen, 1 bis 2 Mal am Tag. Und wenn aber kritische Sachen da sind, will ich damit nur sagen, dann kann man auch einmal auf 60 oder 80 Milliliter steigern. Nicht? Also es passiert nichts, also man braucht da keine Angst zu haben. Und in Kombination mit dem Manchu Meersalz ist es eben auch sehr kompatibel und mit Kurkuma auch. Wenn du jetzt sagst, eben Venen, das Kurkuma, Manchu Kurkuma, fermentierte Kurkuma, macht das Blut auch ein bisschen dünnflüssiger, also ist es Leute, die Arteriosklerose-Themen und so weiter hätten oder im Blutgefäß-Themen, wäre das ja ganz was Gutes, auch in Kombination mit Manchu, aber bitte immer hier in Absprache mit dem Arzt schauen, wenn man Blutverdünner einnimmt. Also das ist vielleicht das Einzige, was man wirklich berücksichtigen sollte. Was natürlich positiv ist, wenn ich bin ja froh, wenn ich weniger Medikamente nehmen muss. Also bei Kurkuma bin ich schon der Meinung, dass man ein bisschen aufpassen muss in Bezug auf Jahreszeit, in Bezug auf Gewöhnung, weil es ist wirklich ein aktivierendes Produkt. Das heißt, es steht ja drauf 3x5 Tropfen, 5 Tabletten. Das könnte zu viel Hitze auf einmal hineinbringen. Das heißt, man fängt vielleicht einmal mit 3x2 an und so und beobachtet sich. Das ist immer ganz wichtig, weil der eine, der kriegt Flügel und der andere, der wird zu heiß. Also das hängt auch davon ab, wenn ich das im Sommer die Kur mache, könnte es sein, dass ich weniger brauche, weil die Hitze eh schon da ist, innen und außen. Und im Winter ist, da kommen wir noch dazu, dass das Korallkalzium vielleicht das Produkt schlechthin. Aber jetzt im Frühling, wo die Leberzeit ist, wo die, wo sozusagen die Entgiftung wieder gefragt ist, da wäre das Kurkuma ganz, ganz toll. Also man kann es auch ständig nehmen, aber dann eben in geringerer Dosis, glaube ich. Aber es ist auch nur eine Erfahrung von mir. Ich springe natürlich auf alles sehr schnell an, habe auch die 3x5 genommen, aber da bin ich fast abgehoben, es war einfach so eine Stoffwechselaktivität da. Ja. Also es könnte sein, dass dann jemand vielleicht ein bisschen weniger gut schlaft oder so. Ja. Aber es ist ein tolles Produkt und ich bin wirklich angetan, weil es eben diese Fermentation hat. Also das ist eben dieses bereichernde Fermentieren ist ja so etwas wie Vorverdauung. Das heißt, ich präsentiere dem Organismus schon eine Möglichkeit, sozusagen das zu übernehmen. Die Bioverfügbarkeit, die du erwähnt hast, ist natürlich dann viel größer. Ja, also ein feuriges Produkt, wenn jemand zum Beispiel ständig müde ist, Stress hat. Und kalte Füße auch. Ja, genau. Nieren, also eher Frauen-Themen. Nieren-Themen auch, ja, genau. Aber wie gesagt, wenn jemand sehr Herz, Milz, Energie, also diese Dinge sowieso schon sehr überzogen sind, dann muss man das ein bisschen einfach anpassen, spüren, ob es passt und ob es einfach in der Dosis passt. Ja. Manche werden das wahrscheinlich mit 3x5 total bereichernd finden. Ja, und auch kurmäßig dann wieder absetzen, denke ich, ist das Beste. Also deine Frühjahrskur, 2-3 Monate, sicher ganz toll, Februar bis Mai oder so. Ja. Ja, vielen Dank. Hast du auch schon Erfahrung mit dem Manchu Korallkalzium? Naja, das ist ein Produkt, wo man sagen kann, das vereinigt einfach etwas, was
ganz wichtig ist. Wir wissen ja, die meisten Menschen oder viele Beschwerden gehen darauf zurück, dass wir zu wenig Kalzium haben oder nicht bioverfügbar haben. Kalziummangel könnte auch eine Ursache für hohen Blutdruck sein. Das ist oft schon der Fall gewesen, dass mit Kalziumgaben dann, aber nicht mit herkömmlichen, sondern muss man einfach dieses Bier verfügbar haben. Also das Manchu-Choral-Calcium, das ist diese kleine Packung da, hat eben den Vorteil mit den Sango-Meereskorallen. Das Tolle finde ich auch, weil ich da natürlich auch immer schaue, ist, dass diese Meereskorallen dort abgebaut werden, ohne dass die Korallen geschädigt werden. Also sie werden sozusagen abgekratzt und dadurch verjüngt man die Korallenriffe auch wieder. Also das ist etwas, wo man sagen kann, da wird nachhaltig gearbeitet. Ökologisch serviert. Mhm. Also dass man etwas zerstört, was man vielleicht dann später gar nicht mehr zur Verfügung hätte. Das ist sicher da gegeben. Und das ist erwähnt, 70 Mineralien, es entspricht ungefähr dem Mineralienhaushalt des menschlichen Körpers. Das heißt, ich habe in einer ionisierten Form, das heißt, ich habe es in einer aufgeladenen Form, dieses Calcium und diese Mineralien. Das heißt, das bewirkt eine bessere Aufnahme in die Zellen. Ja. Ich glaube, ich muss eine Spannung haben. Ionisieren heißt ja, dass die Spannung zwischen Zellinnenflüssigkeit und Außenflüssigkeit unterschiedlich sein muss, damit es überhaupt hineingezogen werden kann durch Osmose. Und das ist da gegeben, das wird eben speziell aufbereitet. Und was mir da noch gut gefällt bei dem Produkt, ist, dass durch diesen Aufbereitungsprozess, der ja auch patentiert ist, werden auch die schädlichen Ablagerungen, die Umweltgifte herausgefiltert. Also wir wissen ja, dass da auch alles Mögliche sein kann. Das heißt, das wird herausgefiltert. Wir haben ein ganz reines Produkt. Jetzt kommt natürlich darauf an, dass ich auch ein reines, gutes Wasser verwende. Ja? Weil das natürlich sehr stärkend. Mit EM-Keramik-Auflagen auch. Ah, genau. Ja, ja. Also Osteoporose, natürlich Sachen wie schlechte Zähne oder überhaupt einfach einmal probieren, da kann man wirklich die 3x3 nehmen, das gefällt mir da gut, die Dosierung, dann einfach sämtliche Stoffwechselprozesse sowie Dominoeffekt besser funktionieren. Das heißt, ich habe eine weit höhere Enzymproduktion und damit ein Wohlbefinden, das man spürt direkt. Also sensible oder sensitive Menschen spüren, wenn sie dieses Korallkern nehmen, dass sie irgendwie dass der Körper sagt, danke, ja, wenn ich es eingenommen habe. Frischer einfach. Ja. Also Sandokoralle, das habe ich auch eine Zeit lang nicht verstanden, dass das einfach so einzigartig ist. Das ist wirklich, man kann es erklären, warum es genau so viele Hundertjährige gibt. Das ist einfach durch diese, wie du gesagt hast, Durchdringung dieser Inseln mit diesen Mineralien. Ja. Ich denke, dass man einfach wirklich die Mineralien und Spurenelemente eigentlich zu sehr vernachlässigt, ja. Auch beim Salz. Gell? Ja, Salz hat ja 80 Mineralien, genau. Oder über 80. Also das heißt, man ergänzt dann den Salz, den Rest und hat eigentlich so eine abgerundete Sache. Ja. Genau, also alle Produkte sind toll miteinander zu kombinieren. Und Marianne, vielen Dank, du bleibst ja noch bei mir. Wir machen jetzt einfach gemeinsam einige Folien noch durch und wenn du eine Idee dazu hast und deine Erfahrung hier einbringst, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Okay. Vielen Dank. Gut, dann schauen wir weiter. Es gibt, also geht jetzt wirklich so um Tipps und Anregungen weiter. Also Hilfe zur Selbsthilfe, das ist also ganz wichtig, dass man wirklich so Eigenverantwortung übernimmt und Vorbeugung ist eben die beste Medizin und wir dürfen also wirklich nicht vergessen, wir sind für unseren Gesundheitszustand verantwortlich und ich denke, es ist wirklich ganz wichtig, dass man eben selber hier viel dazu beitragen kann. Speziell jetzt nach den Festtagen, diese Schlemmerei, natürlich Völlerei, Jahreswechsel, zu viel Alkohol auch vielleicht. Wäre es ganz super, wenn man die Verdauung aufbauen würde.
eben mit Manchu, mit Multi-Impuls kombiniert, eben, was ich vorhin schon erwähnt habe. Kann man wirklich mit dem Kurkuma ein bisschen nachhelfen. Genau. Also, was die Verdauung und Also, prinzipiell gehe ich sowieso eins nach dem anderen durch und es ist alles miteinander zu vermischen, ja, oder zu kombinieren. Es widerspricht sich in dem Fall nichts. Aber das wäre so eine Kur. Übrigens, übermorgen ist Vollmond. Da kann man zum Beispiel ganz toll so eine Kur beginnen. Vom Vollmond weg entschlackt der Körper, er gibt ab, also zu Neumond hin. Und ja, die nächstfolgende Phase wäre dann für die Aufnahme gedacht. Das heißt, das wäre jetzt so richtig gut, um dann gut in den Frühling zu kommen. Das ist ja die Gallenzeit, ne? Genau. Also der Steinbock, Wassermann. Genau. Die Gallenzeit. Und dann kommt die Leberzeit. Also viele unterschätzen ja die Galle. Das ist auch, wenn man wütend, ärgerlich ist, jetzt einfach mit dieser Covid-Zeit. Viele sind irgendwie schon gestresst mit dieser eingesperrten Situation. Da kann man wirklich, wenn einem das selber schon auffällt, dass man krankig wird oder so, dann ist einfach Leber, Galle zu unterstützen. Und das ist immer... Die Welt ist ein Spiel meiner selbst, nicht? Also was mich im Außen stört, habe ich in mir nicht gelöst. Das heißt, ich muss wirklich bei mir anfangen und da kann man natürlich mit der Ernährung verbinden. Genau, und da wäre dieses Quartett genau das Richtige, um eben unseren Körper in diesen besonderen Zeiten, mit diesen besonderen Herausforderungen wirklich zu unterstützen. Ich denke, er hat es verdient. Vielleicht ist da die Leber, wie merke ich noch, dass die Leber vielleicht ein Thema hätte oder unterstützt gehört? Da gibt es einige Hinweise. Entzündungen, ja. Also wenn Entzündungen da sind oder wenn ich zum Beispiel irgendwelche Fingerarthritis oder Arthrosen habe. Ich habe da zum Beispiel selber geerbt von meiner Mutter und das ist für mich ein totaler, das haben wir vielleicht eh vergessen zu sagen, bei Kurvalkalzium, dass das so einfach die Übersäuerung so stark beeinflusst, also ausgleicht. Kurvalkalzium, also die Okinawa Kurvalkalzium, die helfen uns halt einfach auch diesen Säurepuffer zu bilden, genau. Dass wir wirklich basischer werden, weil ja eine ganze Reihe von Krankheiten und Problemen einfach mit Übersäuerung zu tun haben. Genau. Also viel Fleischkonsum, viel Weißmehl, viel Süßigkeiten ist einfach säurelastiger. Genau. Und da kann natürlich dieses mineralhaltige Meersalz auch noch einen sehr großen Beitrag leisten. Beide, sowohl im Meersalz als auch im Choralkalzium, haben wir ja diese Spurenelemente, Mineralien in ionisierter Form irrsinnig rasch bioverfügbar. Also innerhalb von Minuten oder Stunden können diese Substanzen aufgenommen werden. Ich glaube, sogar bis zu 90%. Und Kurkuma ist sowieso dieses Leberschutzmittel schlechthin. Und Manchu finde ich als Impulsgeber. Das heißt, das ist für mich das ultimative Rundum-Paket jetzt für Frühling. Wenn man dann vielleicht noch einen Multi-Impuls zu Hause hat, immer wieder mal einen Schluck Multi-Impuls, genau. Um die Darmflora auch noch zu unterstützen. Das heißt, diese Leber-Darm-Achse auch mit zu berücksichtigen. Ich glaube, dann ja, und kriegt man wieder mal einen Manchu dazu. Das heißt also einfach auch von dort her die Entgiftung des Blutes, wie ich schon gesagt habe, zu forcieren. Also man sagt, man macht einmal zumindest 21 Tage stärkere Kur, dass man 3x 20 Milliliter nimmt oder man macht 2x 20 Milliliter und ist etwas länger. Also gute Erfahrung habe ich mit 3 Monaten gemacht, 3 Monatskuren. Und da kann man durchaus auf 60 Minuten am Tag gehen. Also das macht einen unglaublichen Schub. Das ist doch einfach alle Entzündungen abgebaut werden im Körper. Also so gut wie, ja, je nachdem wie man halt die Ausgangsbasis ist. Und wenn Entzündungen abgebaut werden, dann hat der Körper ein besseres Immunsystem, weil er einfach nicht beschäftigt ist mit den Baustellen. Genau, diese heimlichen Entzündungen, heißt sie immer wieder. Gell? Gut, wir haben da einige Folien noch zu zeigen. Ich möchte jetzt gar nicht jede einzelne durchgehen, aber diese Kombination, diese Viererkombination von vorhin, können Sie natürlich kombinieren mit
mit gesunden Säften, mit Hagebutten oder in dem Fall Sanddornsirup, Acerola-Sirup. Da können Sie die Dosis auch variieren. Wenn Sie sagen, Sie möchten einen Shot machen und den aber auf verschiedene Portionen aufteilen, dann können Sie die ganze Tagesdosis reinbringen oder wenn Sie zu Hause sind und immer wieder Smoothies machen, können Sie es auch mit weniger Tabletten, zum Beispiel hier sehen Sie 5 Tabletten oder 15 Tabletten, 15 wäre dann die Tagesdosis. Das ist natürlich dann schon stärker, wenn man das auf einmal trinken würde. Zimt im Winter und Gewürznelken sind auch sehr gut wärmend. Also beim Zimt aufpassen. Aber Zimt müsste man unbedingt einen Zählungszimt verwenden. Genau, ja. Weil der andere kann gefährlich sein. Also wenn man zu viel verwendet und der Zimt ist ja auch Hitze. Also, Im Winter, wenn es zu kalt ist, Leuten, denen es ohnehin immer zu heiß ist, also denen würde das nicht so als Leute, also die kalte Hände, kalte Füße genau. Haben, ist das sicher so. Dann der nächste Shot oder Immunbooster, Sie kennen mich vielleicht, ich liebe Smoothies. Für mich, ich mache in der Früh, für mich das einfachste, 5 Tabletten, 5 Tabletten fermentierten Kurkuma, 5 Tabletten oder gleich 9 Tabletten. Die einmalige Dosis wäre 3 von Korallenkalzium. Das wird zermörsert, dann gebe ich 30 Milliliter Mandel dazu, 1-2 Messerspitzen Meersalz und das gebe ich dann alles in meinen Smoothie-Mixer mit Sellerie, Stangensellerie oder Grünkohlblätter und das ist für mich das Lebenselixier täglich. Das hält fit und in Schwung. Aber wie gesagt, es ist immer diese Viererkombination mit dabei und wenn Sie Darmprobleme auch noch hätten, einen Schuss von irgendeiner Variante von Multipuls. Das wäre wirklich für eine Hardcore-Geschichte, für die Hartgesottenen eben noch mit Knoblauchkur, Ingwer. Das ist auch wieder natürlich alles sehr hitzig wieder. Knoblauch muss man aufpassen. Achtung, ja. Mit Knoblauch. Knoblauch kann schädigend sein, wenn man zu viel und das laufend macht. Ja, also auch wieder nur kurmäßig, wie man es hier sieht, und täglich nicht mehr als 20 Milliliter, also 2 Esslöffel bis 3, maximal 3 Esslöffel. Das wäre eine Kur, wenn man sagen würde, man hat Arteriosklerose-Tendenzen und so weiter. Das ist wirklich sehr gut für die Blutung. Also das kenne ich ja so ein bisschen ähnlich als ein Schlackung für die Adern, also so eine Gefäßkur. Ja. Aber wie gesagt, mit 30-10 Knoblauch, da muss man schon beobachten, ob das dann ja, so findet man es überall, ja, diese genau, Giftungskur. Genau. Also natürlich immer wieder in sich hineinhören, schauen, wie geht es mir dabei und dann individuell anpassen, das ist ganz wichtig. Wenn es mal ein Schuh dabei ist, denke ich mal, ist die Entgiftung, die Ausleitung ja gegeben. Aber wenn man das dann vielleicht länger braucht mit Ausleiten, dann kann das gilt aber auch für andere Wärmende. Okay, danke für die Tipps. Dann das Nächste, ich habe hier eine Folie von der Firma TPR, die das Kurkuma eben herstellt, mit diesem tollen Herstellungsverfahren. Und die hat natürlich auch Tests und Studien in Auftrag gegeben. Und hier sieht man das ein bisschen auf eine lustigere Art und Weise. Also auch auf Okinawa nimmt man Kurkuma, übrigens ist der fast täglich bei den älteren Menschen im Speiseplan integriert, das heißt Ujin, dort auf Okinawa-Rianisch. Und man nimmt eben diese Nahrungsergänzung jetzt speziell, eben wenn man vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas gesehen hat oder wenn man eben, wenn der Lebenswandel entsprechend ist von der Ernährungsseite her, wenn man ständig an Verstopfung leidet, also das kann ich sagen, aus reiner eigener Erfahrung heraus, ich habe jetzt wirklich auch intensiv mich mit diesem Produkt beschäftigt, die Verdauung haut super hin. Das muss ja cool. Wer Migräne hat, könnte das auch probieren. Genau. Also Migräne ist ja immer auch ein Stau der Gallenenergie und da könnte man gut vorstellen, dass das Kurkuma, ich habe selber keine Erfahrung, weil ich kein Kupfer in dem Sinn nicht mehr kenne, vor 30 Jahren war das auch noch ein Thema, aber würde ich wirklich einmal empfehlen, wer da geplagt ist, dass er das einfach einmal testet und wirklich über einen längeren Zeitraum, da muss man schon einmal 3 bis 6 Monate durchziehen, dass man einmal schaut, ob das
nicht was bringen könnte. Genau, Kopfschmerzen sind ja immer meistens ein Zeichen, dass die Leber zu wenig entgiftet oder zu wenig in der Lage ist, richtig zu entgiften. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, das heißt, sollten Sie immer in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr aufwachen, ja, ist vielleicht auch ein Thema, oder sollten Sie immer grantig sein, immer ärgerlich sein, immer wütend sein, keine Geduld haben, das ist immer auch ein Zeichen, dass man ein bisschen die Leber und die Gallenblase unterstützen soll. Genau. Und wenn die Augen nicht so genau mitmachen, also wenn man ein schlechteres Sehvermögen hat, könnte man auch an das denken. Genau. Und das hängt immer mit der Leber zusammen, ja, oder? Sehr, sehr häufig. Vielen Dank für den Hinweis, weil das ist oft ganz interessant, dass die Leute dann sagen, ich sehe plötzlich auch besser, gell? Nach so einer Kur. Die Galle ist der Scheinwischer für den Kopf. Genau. Und die Nieren, glaube ich, gehen auf die Ohren. So als Hinweis, wenn Sie Hörprobleme hätten, gehören die Nieren mehr unterstützt. Ja. Okay, schauen wir einfach, wenn Sie vorhaben, in nächster Zeit ein paar so Entschlackungskur zu machen, denken Sie wirklich an Manchu, fermentierter Kurkuma. Dieses Produkt ist wirklich ganz toll. Machen Sie immer wieder nur Basensuppen, eben Gemüsesuppen, die wirklich sehr auch den Säure-Basen-Haushalt unterstützen, und Basentees. Ich habe Ihnen hier den Brennnesseltee hier aufgezeigt, oder eben auch Lindenblüten sind sehr basisch, also die bringen ihren pH-Wert wieder ins Lot. Zistrosentee jetzt ja, in Covid-Zeiten. Genau, das habe ich dann später noch. Mhm. Und da können Sie natürlich auch mit Meersalz, das Salz bitte, es ist mir ganz ein wichtiges Herzensanliegen, dass man ein gutes Salz in der Küche auch verwendet. Und da wäre dieses Manchu-Meersalz natürlich eine ganz eine tolle Geschichte dazu. Und immer, wo es geht, Manchu mit integrieren. Und ich denke mal, bei einer Entschlackungskur isst man ohnehin weniger, das heißt, man braucht weniger Geld fürs Essen zum Einkaufen. Dann kann oder gut, eine oder andere Flasche Weißmehl an meinen Klassen, genau, weniger Brot, also das macht schon ganz viel. Ja, ich finde einfach trotzdem immer wieder einen Detox-Tag einlegen, damit eben die Müllabfuhr dann in weiterer Folge besser funktioniert. Hier einfach ein paar Ideen für Sie als Fettburner. Und da ist zum Beispiel der Kurkuma-Tee ganz toll. Ich habe hier eine Tasse, vielleicht sehen Sie das. Ich brauche da einfach eine Tablette ins heiße Wasser geben oder in die Teetasse mit heißem Wasser aufgießen. Probieren Sie, das ist ein ganz toller Tee, ein Kurkuma-Tee, der wirklich super entschlackend ist, die Leber schützt, die Fettverdauung unterstützt. Und wenn Sie möchten, ein paar Tropfen Sahne, dann schmeckt das wirklich köstlich und herrlich. Sahne deswegen für mich, weil eben Kurkuma besser mit Fett eben dann auch aufgenommen wird. Oder Sie sehen hier ein paar andere Ideen als Stoffwechseltee. Und jetzt kommt bald der Frühling. Löwenzahn von Kopf bis Fuß, sage ich immer, verwerten. Das ist das beste Lebermittel oder das heimische Leberkraut für uns. Neben der Mariendistel natürlich, aber Löwenzahn kennt jeder. Und auch die Stängel bitte. Löwenzahnstängel aktivieren die Leber, die Gallenblase. Die Blätter gehen mehr so auf die Verdauung, also auf die Gallenflüssigkeit. Oder die Wurzel ist dann auch dieses Inulin, ist eher so ein Präbiotikum, also ein Ballaststoff, auch ganz, ganz wichtig für die Darmflora. Gallgans hast du da auch. Ja. Gallgans hat die Hildegard schon empfohlen, das kann man auch nehmen, wenn jemand so Milchschwäche hat, wenn jemand sehr verschleimt ist. Genau. Eine gute Ergänzung. Genau. Aber noch zum Kurkuma fällt mir ein, das ist ja eigentlich eine Ingwerwurzel, also ich habe so eine Ingwerfamilie. Und Ingwer kennt man ja von diesem Ingwer-Tee, dass das einfach auch wärmend ist und reinigend. Und genau. Also das habe ich so nicht gekannt, aber es finde ich eine gute Idee. Das ist ganz toll, ja, wirklich. Ich habe es jetzt im Zuge dessen. Das hat einen Geschmack, ja. Ganz toll zum Trinken, nebenbei auch zum Essen. Oder ich habe hier noch ein anderes Beispiel, was auch toll wäre, so als Fettburn, also was den Stoffwechsel anregt, wenn man ein Glas Wasser nimmt mit einem Esslöffel Manchu und einem Esslöffel Multipuls. So ein Essigwasser kann man ja auch nehmen, aber das ist so mehr oder weniger synonym. Oder wenn Sie sonst nichts zu Hause haben, Apfelschalen gehen immer, ja?
Ist auch sehr, sehr gut stoffwechselanregend. Also in der Küche, denke ich, haben wir genug. So Sauerkraut. Mhm. Genau, Sauerkraut jeden Tag einen Esslöffel und dann haben Sie die Darmflora schon bestens bedient. Gut, das ist so die Idee. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Also der Tee alleine verbessert ganz, ganz viele Funktionen im Körper. Und was ich selber jetzt ausprobiert habe, ist aktiviert unglaublich die Gedächtnisleistung. Ja, also wenn man müde ist, wenn man viel computert, wenn man viel recherchiert und Stress. Arbeitet, Stress hat, dann bringt einen das wirklich, dieser Tee wieder runter und hilft einfach besser wieder oder konzentrierter zu arbeiten. Senkt angeblich auch den Blutdruck. Also das ist wirklich ein Tausendsassa, dieses Kurkuma. Wenn man es bitte, ich finde auch, wie du, nicht übertreibt, sondern immer in kleinen Dosen und immer wieder auch beobachtet, wie tut es mir gut. Es gibt 2, 3 Kontraindikationen, die ich so herausrecherchiert habe, ist, dass wenn man zum Beispiel wirklich grobe oder große Gallensteine hätte, wäre das unter Umständen eine Gefahr, wenn die in Bewegung kommen würden, dass sie unter Umständen eine Gallenkolik auslösen würde. So eine Kur, wenn man zu viel von diesem Kurkuma nimmt. Ja, deswegen langsam beginnen. Nur, ich muss wirklich dazu sagen, diese Dosierung, die wir hier vorgegeben haben, 3x15, die liegen ja eher noch im unteren Bereich. Da gibt es ja so Ärzte, die arbeiten mit ganz anderen Dosierungen. Ja. Also da kann man das durchaus. Ja, es ist ja eigentlich eine erprobte Dosierung und in Japan sowieso üblich. Genau. Aber wir müssen einfach schauen. Ja. Dass jeder so sich anpasst und wenn man dann oft nicht weiß, warum schlafe ich jetzt, da fangen wir nicht und dabei wäre es vielleicht günstig, das nicht am Abend oder vielleicht Mittag zu trinken. Oder genau, Frage, ja. Genau. Ja. Also wirklich so individuell für sich selber ein bisschen herausfinden, was tut mir wirklich gut. Okay, die nächsten Folien werden ein bisschen rascher durchgehen, aber denken Sie einfach nur mal dran, an so einen Tee, sich Zeit zu nehmen und sich so eine Tasse Tee zu gönnen und vielleicht auch da unten als Mundspülung herzunehmen. Es ist ja auch antibakteriell, das Kurkuma, und noch dazu fermentiert, also ist mit vielen Mineralen, Spurenelementen, wenn man zum Beispiel mit Zistrosentee, wie du das vorher schon gedacht hättest, dass man könnte auch einen Zistrosentee machen und eine Tablette fermentierten Kurkuma hineingeben oder vielleicht ein bisschen Sternanis, Gewürznelken und damit sich öfters den Mund ausspülen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, eben der Mund und der Nasenraum, das sind so die ersten Anregungen auch für Covid. Idee jetzt. Für Hartgesottene, gerade jetzt in der Zeit, wenn man sich das Dosa mitnimmt, dass man einfach zwischendrin einmal so eine Pille sozusagen vom Kurkuma lutscht. Genau. Das ist ja auch antiviral. Genau. Und, sehr gute Idee. Ja. Also ich mache das jetzt öfters einmal, wenn ich so unterwegs bin oder mehrere Türklinken irgendwo habe angreifen müssen, dann denke ich mir, okay, wir wissen ja heute, dass die Konzentration der Virenlast die Schwere der Krankheit wahrscheinlich ausmacht. Und das heißt, wenn ich da trotzdem was erwische und ich kann sie aber sofort wieder eliminieren, das gibt ja für Rhinoviren oder andere Grippeviren, dann ist das. Warum haben wir heuer so wenig Grippe? Genau, glaube, ja. Das ist ja auch ein Zeichen, dass irgendwas da durchzumachen ist. Ja. Sehr gute Idee, danke. Übrigens, da fällt mir etwas ein, bevor ich es vergesse. Das Manchu-Kurkuma und das Choral-Calcium gibt es jetzt bis 31. Jänner noch in Aktion. Also, liebe Leute, falls Sie da Interesse haben, jetzt noch zuschlagen. Dieses Angebot gibt es jetzt nicht mehr so lange, ein paar Tage noch und das zahlt sich wirklich aus. Gut, abends kann man zum Beispiel eine goldene Milch machen. Sie wissen, das ist auch sehr beruhigend zum Einschlafen. Können Sie ein bisschen variieren, es gibt hier auch unterschiedliche Rezepte. Dann beim Hangover, das haben wir schon früher hingewiesen, das heißt, momentan ist ja nicht möglich, dass man zusammenkommt, aber vielleicht einmal so per Video auf ein oder mehrere Gläser anstößt. Wenn man das vorhat, kann man sich vorher schon so einen Stammball mit dieser 4er-Kombination herrichten, vorher, nachher, oder auf Okinawa sagt man 15 Tabletten Manchu fermentierter Kurkuma vorher und 15 nachher, dann wird der Stoffwechsel einfach besser damit fertig. Oder wenn es den einen oder anderen dann doch erwischen sollte in Bezug auf Kopfschmerzen, Katerbeschwerden, dann hätte ich diese Rezeptur, einen Espresso mit einem
mit einem Schuss Zitronensaft, einen Esslöffel Manchu, eine Messerspitze Manchu Meersalz und eben diese Kurkuma-Tabletten, das ist natürlich der absolute Hit. Oder sie machen sich wieder einen Smoothie mit Tomatensaft und 3 bis 5 Tabletten Manchu fermentierter Kurkuma und eben Multi-Impuls. In dem Fall würde ich eben das Green Redox nehmen. Die sie also wirklich besser regenerieren. Es geht dabei auch um diese Aminosäure Glutathion, die eben bewirkt, dass der Alkohol besser abgebaut wird. Hier einfach noch ein paar Beispiele, du hast es schon erwähnt, die Zistrose hier ist also wirklich, es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, Ihnen auch noch andere Tipps mitzugeben, weil der Zistrosentee ist wirklich antiviral, das heißt 2 bis 3 Tassen täglich, da gibt es sogar Studien darüber, wo das Immunsystem wirklich dann wesentlich besser durchstartet und eben den Anforderungen der heutigen Zeit besser, damit eben besser zurechtkommt. Vielleicht für die Damen, ganz wichtig, weil es da auch abgebildet ist, die Schafgarbe, also die sollte man wirklich nicht unterschätzen und sie selber vielleicht sammeln. Die Schafgarbe ist eine der besten Frauenkräuter, weil sie, wer Tee kennt von Schafgarbe, kennt, dass das ganz dunkelblau wird. Da ist halt einfach der entzündungshemmende Stoff drin, der wirklich total wirksam ist. Ich kann mich erinnern an Kundinnen, die haben Gebärmutterknicks und alles Mögliche mit der Schafgarbe wegbekommen. Ja. Also es ist vieles möglich, Entzündungen mit der Schafgarbe. Ja. Die Kombination Frauenmantel, Schafgarbe, das sind die besten Frauenkräuter. Sehr, sehr gut entzündungshemmend, auch vor Operationen, 3 Wochen Schafgarbentee. Mhm. Und die Operation, also die Wunden heilt besser und auch die Darmflora baut die Schafgarbe auf. Schafgarbe ist übrigens das Kraut des Jahres 2021. Mhm. Also wir werden sicher noch öfter damit beschäftigen. Okay, das, was ich Ihnen heute hier zur Schau stellen möchte, ist, man kann das Kurkuma sogar im Essen einbauen. Ich habe hier eine super Kurkuma-Paste gemacht, eben mit Pinienkernen, mit Parmesan, wie Sie hier sehen, ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu. Wenn Sie also nicht dieses fermentierte Kurkuma nehmen, sondern ein normales Kurkuma-Pulver, geben Sie bitte immer ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu. Und natürlich auch die Öl. Haben, weil die ist nämlich wirklich... Das schmeckt köstlich. Nicht einmalig. auf Nudeln, auch als Salatdressing zu verwenden. Und es ist dazu, man weiß es zum Beispiel, die Pinienkerne und ich glaube sogar Parmesan hat auch das Spermidin drinnen. Und das ist ja dieses Anti-Aging-Mittel, was eben auch momentan so aktuell ist, genau dieser Jungbrunnen. Das heißt, wir können über die Nahrung wirklich ganz, ganz viel uns Gutes tun. Und so sieht es dann aus. Probieren Sie es bitte aus, es schmeckt wirklich köstlich. Wenn es Ihnen jetzt zu schnell ist, meine Damen und Herren, Sie können es jederzeit dann auf der Homepage natürlich wieder abrufen und sich die Rezepte noch einmal zu Gemüte führen. Oder es darf auch einmal süß sein. Sie wissen, ich bin ein Liebhaber von Esskastanien. Warum? Weil die Maronis wirklich die Leber unterstützen, den Darm unterstützen, die Darmflora aufbauen und vor allem als ganz ein tolles Seelenfutter sind. Ja? Wärmend auch im Winter. Und für den Honig, mit dem Honig zusammen, mit 3 bis 5 Tabletten Manchu fermentierten Kurkuma und 1 bis 2 Esslöffel Manchu, ergibt es wirklich eine ganz, ganz eine tolle süße Nachspeise. Probieren Sie das einmal aus und das ist vor allem auch geistig erfrischend. Also das Hirn braucht Glucose, ist ganz, ganz wichtig, daher nicht ganz auf Süßes zu verzichten. Man kann ja wirklich auch gesunde Süßigkeiten sich selber im nur herstellen. Jeder Geschmack ist wichtig, Milch braucht Süßes. Ja. Genau. Und zum Schluss noch ein paar Folien, einfach um aus dem Zuhause sozusagen eine Wohlfühloase zu kreieren. Jetzt kann man nirgendwo hin, es gibt keine Spa-Hotels sozusagen, daher machen wir ein Home-Spa. Gönnen Sie sich, weil wir gerade früher von Übersäuerung gesprochen haben, auch einmal ein Basenbad, ist ganz einfach eben mit manchem Meersalz, mit Manchu Calcium und eben 4 Esslöffel Manchu gebe ich auch gerne dazu. Man kann natürlich mit den entsprechenden Kräutern dazugehen, wenn Sie sagen, wow, das war so ein stressiger Tag, nehmen Sie einfach Zitronenmelisse dazu, Tee und geben Sie es ins Bad. Da würde ich noch die Keramik ergänzen ins Badewasser. Genau. Super, danke. Weil da gibt es den großen Ring, der hier im... Ja, genau. Der hier im Getränkegefäß ist, gibt es auch in größerer Ausführung für
Für die Badewanne, genau, sehr gut, danke. Und was ganz wichtig ist, auch tun Sie wirklich vorher sich oder während des Badens auch ein bisschen abreiben, ja? Einfach um diese Stoffwechselschlacken dann leichter abzutransportieren. Auch vor dem Duschen mache ich das wirklich sehr, sehr gern. Und besorgen Sie sich vielleicht wirklich mal so einen BH-Streifen, wo Sie dann eben den Speicheltest durchführen. Beim Urintest ist es ein bisschen anders als beim Speichel, aber das ist auch eigene Wissenschaft, also da müssen Sie sich dann wirklich näher befassen. Also ich empfehle auch den Speicheltest eher als den Urintest, weil der Urin ja einfach tagsüber wechselt, das ist ganz normal. Genau. Und das Korallenkalzium ist natürlich auch super bei Gelenken. Du hast das eh schon auch vorhin angesprochen. Beide sind da, die Kurkuma auch, ja, weil sie entzündungshemmend ist und genau, weil sie den Stoffwechsel anregt. Und die Korallenkern einfach, weil der Knochen genährt wird. Und wenn der Knochen zu wenig genährt ist, dann schmerzt er. Also das ist nicht nur fürs Knie, sondern es gilt für Schultern, für Wirbelsäule, also für jeden Knochen, Gelenke einfach. Und im Winter hat man einen ganz niedrigen Stoffwechsel. Es ist so ähnlich wie in der Natur. Bin neulich an der Donau gegangen und da habe ich gedacht, die Donau steht fast. Also das ist in uns auch der Fall. Das heißt, die Säfte, die stehen fast und dadurch sammeln sich natürlich auch Gifte an. Und das kann man dann natürlich auffangen, dass man optimale Nahrung hat für die Gelenke, für die Knochen und gleichzeitig entgiftet. Ja. Mhm. Genau. Und Gelenksprobleme, Muskelprobleme, Sehnenprobleme haben wir immer mit Leber-Gallen-Themen zu tun. Ja? Und da kann man sich immer so einen Topfen Paste rühren oder Auflage machen mit verschiedenen Kräutern. Jetzt kommt gleich, wenn der Schnee dann weggeht, kommt sicher in nächster Zeit schon das Schaboxkraut raus. Das kann man unterrühren, diese grüne Paste hier zum Beispiel. Oder Brunnenkresse kann man dazugeben. Oder Blätter vom Spitzwegerich. Und mit ein paar Tabletten vom Kurkuma und eben immer bitte Mörser. Also der Mörser mit den Tabletten, der steht bei mir einfach automatisch in der Küche und im Badezimmer. Und das dann zum Topfen dazu rühren und auflegen. Das also wirkt wirklich Wunder teilweise, weil der vor allem auch Kurkuma sehr, sehr stark schmerzhemmend ist. Es gibt auch sogar Untersuchungen von Kurkumin, wo man teilweise die Schmerzmittel deutlich reduzieren kann, wenn man Medikamente braucht. Also wirklich immer an diese tollen Produkte zu denken. Und wenn Sie ein Bad nehmen oder sich nebenbei öfters auch ein Ackerschachtelhalm-Tee gönnen. Das ist Zinkraut mit dem Silizium drin, auch gut fürs Bindegewebe. Alles, was ums Haus wächst, könnte dienen, ja. Genau. Was auch giftig ist. Genau. Und hier noch einfach ein paar Tipps, auch vorbeugend. Ich mache gern die Massagen jeden Tag. Wir haben ja die Reflexzonen auf den Handflächen und auf den Fußsohlen. Das heißt, wenn Sie sich ein Fußbad machen, auch während des Badens nehme ich immer ein Bein, mache mir selber so eine Paste mit Salz, mit dem Meersalz, mit dem Mandschu direkt, 2 Esslöffel Mandschu dazu. Und oder eben dieses Fichtennadelsalz, es ist auch ganz toll, da ist ohnehin dieses Mandschu-Meersalz drinnen und auch das Korallenkalzium ist da drinnen in diesen beiden Produkten. Und hier noch, weil diese Frage auch immer wieder kommt, Zahnfleischentzündungen, das habe ich jetzt auch selber ausprobiert, ganz einfach wirklich für mich ganz eine tolle Erfahrung. Ich habe die Bio-Ensan-Zahncreme genommen, 3 Tabletten vom Kurkuma dazugegeben, eben wieder gemörsert, ein bisschen Meersalz, Korallenkalzium und das dann einfach täglich 2-mal zum Einmassieren hergenommen. Geht irrsinnig toll und was mich sehr erstaunt hat, ist auch, dass die Zähne weiß werden. Ich habe am Anfang befürchtet, um Gottes willen, die Zähne sind von Kurkuma gelb, aber überhaupt nicht. Das hat mich wirklich sehr gewundert. Also ich bin ja Fan von der Zahnpaste. Ja. Ich habe wirklich selber die Erfahrung gemacht. Ich habe 2011 die Empfehlung von meiner Zahnärztin bekommen, ich möge mir eine Zahnwurzelresektion machen lassen und ich habe mir gedacht, bin auch zu dem Spezialisten gegangen. Der hat gesagt, ja, machen wir gleich. Und ich habe dann gesagt, überlegen wir es noch. Und das war 2011. Ich habe es nicht machen lassen, weil ich habe mir gedacht, der Körper wird mir sagen, durch Schmerz, wenn es notwendig ist. Ich habe dann wirklich fleißig mit Bio-Ensan-Zahncreme, weiß nicht, wie lange die schon nimmt, seit es halt gibt, und habe da wirklich richtig eingeschmiert, diese Umgebung von dem Zahn, und
habe dann meinen Schuhkur gemacht und alles. Das hat sich immer in Grenzen gehalten und der Zahn ist mir so wertvoll geworden, weil immer wenn irgendwie eine Überdosierung von Stress da war oder sonst irgendwie oder ist, dann sagt mir der Bescheid, dann sozusagen Stopp, ein bisschen auf die Bremse. Mhm. Also ich habe ihn immer noch und die Zahnärztin verliert kein Wort mehr darüber. Na toll, schön, also danke. Sicher die Zahncreme, die mir damals. Und da ist eben auch wieder die Keramik drinnen, das Manchu und diese, also die Korallenkalzium. Ja, die EM-Fermentationsprodukte, die einfach entzündungshemmend wirken und eben das Zahnfleisch aufbauen. Mhm. Genau. Also ich bin ja ein Fan von dem Dr. Schneider, der ja die Zahncreme mitentwickelt hat, der ja immer gesagt hat, es wandert hinein bis zum Zahn und regeneriert das Zahnfleisch. Mhm. Und das hat mich so fasziniert damals, seine Vorträge, dass ich da, also wir haben auch wirklich immer Rückmeldungen gehabt im Geschäft, die sensationell waren. Ja. Schön. Zum Schluss möchte ich noch auf Herpes-Paste hinweisen. Habe ich selber ausprobiert, auch ein bisschen Kokosfett oder Zahncreme mit zermörserten Kurkuma-Tabletten einfach auf die Stelle geben und es ist wirklich innerhalb kürzester Zeit, heilt es wieder ab. Das weiß man wirklich aus Studien, dass das Kurkumin gegen Herpesviren auch wirkt und ich glaube gegen 10 andere Viren auch und unter anderem gibt es angeblich eine Studie sogar gegen HPV. Und das ist natürlich für Frauen auch ein sehr wichtiger Hinweis. Oder Warzen zum Beispiel. Das wäre auch eine gute Warzensalbe. Oder ja, vielleicht auch vorbeugend bei Gürtelrose, weil Gürtelrose ist ja auch ein Herpes. Ja. Da weiß ich jetzt, habe ich jetzt noch keine Erfahrung, Gott sei Dank. Aber ist durchaus anzudenken. Also Gürtelrose ist so schmerzhaft, dass es gut ist, wenn man sie nicht bekommt. Und da ist es gut, wenn man alles tut, dass man sie nicht bekommt. Das ist nichts anderes als wie eine Vergiftung des Bindegewebes und greift die Nerven an und ist sehr weit verbreitet. Und gerade wenn Leute wenig Bewegung haben für Sitzen, also irgendwann, und sie tritt auf am Kopf. Ich habe eine Dame gehabt, die das in die Augen kriegt, also das ist furchtbar. Also alles tun, um zu entgiften. Ja. Genau, da kommt es eben wieder auf unser Immunsystem an. Und das kann man natürlich mit unseren Produkten dann unterstützen. Und zu guter Letzt noch, eben wenn Sie Haarausfall haben sollten, es ist auch immer dieser Wechsel, Winter, Frühling ist oft mit Haarausfall eben in Verbindung zu bringen. Oder eben jetzt habe ich wirklich schon von einigen Leuten gehört, dass sie unter starken Haarausfall leiden, wenn sie so eine Covid-Infektion durchgemacht haben. Da denken Sie bitte auch an unsere Produkte. Ganz toll eben für Haut, Haare, Nägel, das Manchu-Koral-Calcium und natürlich auch das Manchu. Das können Sie wirklich eintropfen, wie Sie hier sehen, mit einer Pipette, immer so Scheitel ziehen, einmassieren, über Nacht drauf lassen und eben von innen her dann mit Koral-Calcium. Also das eine Bild, da sieht man wirklich, dass das die Gallenenergie ist. Die Gallenenergie regiert den Kopf, die geht ja so über 3 Bahnen über den Kopf. Und wenn man so Geheimratsecken, wie man früher gesagt hat, das ist ganz typisch, dass die Gallenenergie überlastet ist, also auch wieder entgiften. Genau. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende. Wir bedanken uns wirklich recht herzlich, dass Sie jetzt so viel Zeit genommen haben. Ich habe immer ein bisschen überzogen. Liebe Leute, so als Abschluss möchte ich Ihnen wirklich von Herzen mitgeben, dass Sie so mit diesen Manchu-Produkten eben wirklich, bin mir ganz sicher, gut über diese oder durch diese herausfordernden Zeiten kommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns in irgendeiner Form unterstützen, einerseits um gesund zu bleiben und andererseits natürlich auch um gesund zu werden. Kommen Sie gut durch den Winter, gut durch die Corona-Zeit. Wir sehen uns jetzt wie üblich einmal im Monat. Vielleicht sind Sie das nächste Mal wieder dabei. Wir sind natürlich jetzt noch gerne fürs. Danke dir übrigens, Marianne, fürs Kommen, fürs Dasein. Sehr, sehr interessant. Und wir sind jetzt natürlich noch dabei, Ihre Fragen zu beantworten. Okay.
Wie viel Milliliter beim Manschu-Trink war die Empfehlung normalerweise? Wir sagen dreimal täglich 10 Milliliter. Das ist die normale Dosierung vorbeugend. Wenn man krank ist, dreimal täglich 20 Milliliter. Also wie Sie richtig sagen, auf 60 bis 80 Milliliter erhöhen, wenn man krank ist. Genau, wenn man OPs vor sich hat, würde ich mit der höheren Dosierung weitermachen. Muss das Blue Redox nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt werden? Danke für die Frage. Nein, es ist ein Probiotikum, das heißt, es enthält Mikroorganismen. Die Temperaturen im Kühlschrank wären zu tief, zu niedrig. Geben Sie es in der Schrankerl, in der Küche oder in der Speisekammer, normale Zimmertemperatur, gleichmäßig temperiert. Wichtig ist aber, dass es vom Sonnenlicht her so steht. Das ist nicht 6 Grad. Genau, das ist nicht irgendwo am Fenster, an der Fensterbank zum Beispiel steht, wo es tagsüber stark von der Sonne beschienen werden würde. Einfach in den Schrank halt gehen. Genau, Zimmertemperatur. Können die Rezepte für die Shakes? Ja, die sind alle auf der Homepage dann. Da können Sie jederzeit nachschauen. Wir sind auch natürlich gerne per E-Mail für Sie erreichbar, info@multikraft.at. Es gibt sogar ein Telefon, also Telefon gibt es ohnehin, aber so ein Beratungstelefon. Ich konnte mich leider erst später einwählen, habe EM-Keramikpulvermangel von Ihnen noch zu Hause. Das Pulver kann ich also in Quark einholen. Das ist jetzt was anderes. Ich bin mir nicht sicher. Also Sie meinen wahrscheinlich das Keramikpulver für den Garten. Das hat nämlich auch diese Manschu-Tropfen drauf. Ja? Also das bitte nicht essen, sondern das Manschu-Koral-Calcium kaufen. Jetzt in Aktion. Saft, welche Menge empfehlen Sie dazu? Also wenn es wirklich dieses Keramikpulver ist, das ist für den Garten, für die Pflanzen gedacht. Okay. Welche Unterstützung bei Chemotherapie? Also da ist natürlich, das darf ich dir dann übergeben, das Manschu einerseits, andererseits das Kurkuma, aber da müssen Sie vielleicht doch mit einem Heilpraktiker oder Arzt das Ganze besprechen. Also Erfahrung bei Chemotherapie haben wir sehr viel. Wir haben gesehen, dass sofortige Begleitung mit Manschu, dann auch mit Meersalz, jetzt könnte man auch die anderen beiden Produkte, da Kurkuma und Koralkalzium dazu nehmen, aber wirklich von Anfang weg. Und da waren wir wirklich jahrelang zu vorsichtig. Wir haben immer nur 20 bis 40 Milliliter empfohlen, aber wir haben dann gesehen, 60 Milliliter, 3x 20 Milliliter pro Tag ist eine optimale Dosierung und es kann nichts passieren. Alle anderen Therapien weitermachen. Also es hat sich gezeigt, dass dann die Ärzte oft entscheiden, dass weniger Chemotherapie notwendig ist, aber das ist individuell verschieden. Aber das war nicht selten. Und also unbedingt Manschu und das Salz. Mhm. Die beiden ergänzen sich. Also und beim Salz einfach so eine Messerspitze, ein, zweimal am Tag dazu. Oder jedes Mal so ganz wenig. Aber wie gesagt, da schauen wir einfach, wie sie es dann selber beobachten. Aber ganz wichtig, 2x20 Milliliter. Man kann da anfangen mit 2x20 Milliliter, dass man mal schaut, wie tut es mir. Aber sie werden gleich einmal feststellen, dass sie wesentliche Energetisierungen erfahren, dass sie immer so müde sind, nicht so erschöpft, dass sie das einfach gut vertragen. Es gibt ja heute auch bessere Chemotherapien, das heißt, sie werden individuell angepasst. Und dadurch ist auch sehr häufig der Haarausfall nicht gegeben, das heißt, die Leute behalten die Haare. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Also die Nierenenergie wird nicht so geschwächt. Also viele Nebenwirkungen sind einfach wesentlich abgemilderter. Aber wie gesagt, immer wieder mit ärztlicher Begleitung auch, wobei es Manschu kennen viele Ärzte, aber kennen viele Ärzte auch nicht. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, es hat keinen reduzierenden Einfluss auf ein Medikament. Das war wirklich immer die Erfahrung. Eben, und in Zukunft würde ich vielleicht auch noch auf das Kurkuma achten in dem Zusammenhang. Also da gibt es ganz, ganz tolle Berichte schon, dass die Chemotherapie dann
wesentlich besser vertragen wird, dass teilweise sogar kürzere oder weniger Chemotherapien braucht. Ja, es unterstützt den Kiefer. Und vor allem, was ich von Kurkuma auch gelesen habe, allerdings weiß ich dann die Dosierung nicht, also das bitte mit Arzt parallel machen, dass da also die Metastasenbildung zum Beispiel auch hintangehalten werden kann. Und speziell Kurkuma bei Darmkrebs, das ist eines der besten Mittel bei Dickdarmkrebs zum Beispiel. Und dann die Korallen, weil man natürlich, man schult Korall her, weil wir dadurch ja die Nierentätigkeit unterstützen, dadurch, dass wir sozusagen dem Körper das Kalzium für die Knochen zur Verfügung stellen. Weil die Nierenenergie, die wird natürlich vehement geschwächt durch eine, oder kann geschwächt werden durch eine Chemie. Und vielleicht auch jetzt, das fällt mir spontan ein, durch Covid schwitzen die Leute so extrem viel. Da verliert man natürlich auch sehr viel Mineralien. Mhm. Da würde ich auch unbedingt an dieses Korallkalzium denken. Finde Anwenderwebinare immer sehr hilfreich und informativ. Ja, schön, freut uns sehr. Nächsten Freitag ist am Nachmittag EM-Café. Vielleicht darf ich noch auf diese Veranstaltung hinweisen. Es geht um Reiniger, um Reinigung, um ein sauberes, gesundes Zuhause. Das heißt, wenn Sie sich darüber informieren möchten, gerne. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich wieder Zeit nehmen und bei uns reinschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir noch einmal, Marianne. Ihnen alles Liebe, gesund bleiben, alles gut. Alles Gute.